Anleitung für Hauslehrer aus dem Jahr 1800. So halte ich es für die Pflicht des Erziehers, das aufstrebende Genie des Mädchens zurückzudrücken und auf alle Weise zu verhindern, dass es selbst die Größe seiner Anlagen nicht bemerke. Es hat sehr viele Frauen gegeben, nur das, was sie gemacht haben, ist nicht an die Öffentlichkeit, also wird heute nicht mehr öffentlich gemacht, sodass man nichts davon weiß. Es ist aber sicher richtig, dass es bestimmt sehr viel interessante Musik gibt von Frauen, die nicht gespielt wird. Klassischer Musik groß geworden. Irgendwann habe ich beschlossen, Musik zu meinem Beruf zu machen. Erst als ich anfing, eigene Konzertprogramme zu konzipieren, fiel mir auf, dass in meinem Repertoire kein einziges Werk von einer Komponistin war. Ich wurde neugierig. So begibt sich die Pianistin Kyra Steckeweh auf eine Entdeckungsreise, quer durch Europa. Ihre Spurensuche führt sie in Archive und Bibliotheken. Ich fing an zu recherchieren und komme seitdem aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich fand eine Menge Werke von Komponistinnen, von denen ich noch nie zuvor gelesen oder gehört hatte. Sie trifft auf die Nachfahren bedeutender Komponistinnen, die ihr sogar die Originalnotenhandschriften ihrer berühmten Vorfahren eröffnen. So taucht sie ein in das bewegte Leben und Schaffen von vier genialen Komponistinnen: Fanny Hensel, Emilie Meyer, Mel Bunis und Lili Boulanger. Sie begegnet dabei Menschen, die etwas über diese Frauen zu erzählen haben. Dabei geht sie auch der Frage nach, warum der Musik von Frauen so wenig Platz in der klassischen Konzertwelt eingeräumt wird, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist und wie es heute um deren kulturelles Erbe bestellt ist.